Salü und schön, dass ihr wieder dabei seid. Hab ich's richtig gemacht? Sehr gut. Heute gibt's Revanche. Ja. So, jetzt ist dein Video. Musst du machen. Jetzt muss ich machen. Lena ist wieder da. Lena ist toll. Abonniert sie. Geht gleich erstmal rüber und dann kommt bitte zurück. Öffnet das Video, meinen Kanal in einen anderen Tab, aber schaut das erstmal zu Ende. Bitte. Lena malt mich jetzt an als Revanche. Ich habe sie schon angemalt. Das ist das da. Und jetzt? Hab ich Angst. Mist, kommt die Make-up-Keule. Yay, ich freue mich. Mhm. Muss ich dann heute Abend voll weggehen wahrscheinlich, wa? Ja, und du brauchst was Ölhaltiges zum Abschminken. Leg los. Womit fängst du an? Mit der Foundation fange ich an. Muss ich irgendwas tun? Nee. Du hast ein bisschen Angst. Ich habe Angst. Ich habe lange niemanden mehr geschminkt. Ach so, kein Ding. Ich bin sehr unempfindlich. Na dann. Also, solange du mich nicht haust. Wir fangen mit der Foundation an. Da habe ich hier die Tarte Rainforest of the Sea Foundation in der hellsten Farbe Porcelain. Mhm. Die fast nie online erhältlich ist. Die hat so ein komisches Ding da oben. Die hat so einen Dropper, so eine Pipette. Das funktioniert, das wäre ja bei mir immer Chaos. Das ist auch Chaos. Ich trage das jetzt mal mit dem Finger auf und verblende es dann, ja? Mhm. Aber die Farbe passt, die ist sehr hell, aber sehr neutral. So irgendwie riecht es nach Kleber. Puh. Ich habe mir schon mal Kleber aufs Gesicht geschmiert und... Was? Aufs Versehen oder mit Absicht? Absicht. Warum? Ich versuche Drag-Make-up zu schminken, frag nicht. Mit Kleber? Drag-Queens übermalen sich ihre Augenbrauen mit Kleber. Ah, aber das ist dann Wimpernkleber oder sowas? Nein, Prittstift. Okay, gut, dass ich keine Drag-Queen bin. Ja, weil die malen ihre, also Männer haben einen weniger Abstand zwischen Augenbrauen und Lid quasi. Und willst du den Kopf einmal in die Richtung drehen? Und deswegen... Gluen die, also kleben ihre Augenbrauen quasi über ganz viele Schichten, sodass sie drüber schminken können und die Augenbrauen weiter oben wieder auftragen können. Ah, rückt. Ich habe letztens auch, ich glaube, das hat mir sogar Stefan gezeigt, ein YouTube-Tutorial, wie Männer sich ein Dekolleté schminken. Mhm. Richtig krass. Das sah wirklich aus, als hätte der Brüste. Brüste, aber dabei hatte er gar keine. Also aber warum guckt sich Stefan sowas an? Keine Ahnung, er fand es, glaube ich, auch einfach nur faszinierend. Na gut. Ich habe jetzt wenig von der Foundation genommen. Die kriegst du zur vollen Deckkraft, aber das wollen wir nicht, glaube ich. Ich mache das selbst nicht. Ja. Das sieht ein bisschen komisch aus. Und den passenden Concealer, den Tarte Shape Tape. Große Liebe, so große Liebe, dass nachdem er mir, als er ins Klo gefallen ist, in London direkt nachbestellt habe, dieser Concealer hatte keinen Klokontakt. Okay, das ist gut. Am besten ein bisschen nach oben gucken. Das war noch so, soll ich den da jetzt rausholen? Ja, man ist so, ich meine, er war zu, aber nee, es gibt Grenzen. Ah, der Beauty Blender fühlt sich echt gut an. Ja, das ist jetzt auch nicht mal das Original, sondern die Version von H&M. Oh, aber es richtig so gut ist. Ja, es fühlt sich gut an, ne? So frisch irgendwie, weil der auch ein bisschen nass ist. Schön in die Nase rein. Da noch drehen, da noch drehen. Da noch, damit ich... Hast du einen Plan, wie du mich anmalst? Oder ist das jetzt so... Ich hab schon einen Plan. Okay, guck ich mal an. Und jetzt müssen wir den guten Concealer fixieren. RCMA No Color Powder. Sie freut sich voll. Jetzt kommt das Bacon. Jetzt kommt das Bacon. Jetzt komme ich in den Backofen. Genau. Oh, gucken. Da nehmt ihr nicht so wenig. Es rieselt runter. Mhm. Genau, das ist der Plan. Aber es ist transparent. Das kannst du einfach abwischen. Von meiner schwarzen Jeans. Ich kann Flecken hinterher drauf. Hallo. Wofür macht man das? Damit der Concealer besser hält. Und das lässt du jetzt ein bisschen baken. So 5 Minuten, dass sich der Puder mit deiner Körperwärme. Bla bla bla, ich habe keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall funktioniert es ganz gut. Dann rutscht der nicht mehr irgendwo in die Fältchen. Das habe ich ganz krass, dass der bei mir immer in die Fältchen rutscht. Die tiefen Fältchen unter deinen jungen Augen. Ja, ich bin ja schon im 4. Jahrhundert alt. Wie sehe ich aus? Sehe ich ganz natürlich, oder? Ich sehe nichts. Augenbrauen. BH Cosmetics HD Brow Pencil in der Farbe Auburn. Soll ich irgendwas machen? Ja, am besten nicht. Die Augenbrauen. Okay, ich gehe mal von oben. Soll ich weiter runtergehen? Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen gruselig. Nicht vergessen zu atmen. Wenn ich umkippe, habe ich es vergessen. Die steht einfach auf. Ich habe mir vorhin voll einen abgerackert. Ja. Oh, das ist Morgen. Na gut, dann komm hier. Soll ich näher rankommen? Alternativplan: Urban Decay Naked 2 Palette, die Farbe Cover. Wir lassen die erstmal ruhen, die Augenbrauen, und widmen uns dann dem Projekt später nochmal.
Lena, ich wollte ein Video mit dir drehen. Du darfst nicht immer spazieren gehen. Ich habe noch ein Puder geholt. Yay. Augen zu? Mhm. So, jetzt ist auf jeden Fall das Gepuder unter deinen Augen weg. Ach so, das war's schon? Ich dachte, da muss man viel mehr bürsten. Das ist schon weg? Ja. Okay. Benutzt du Lidschattenbase normalerweise? Mhm. Ich eigentlich schon, aber wir machen mal ohne. Mhm. Weil sonst müsste ich nochmal spazieren gehen. So, jetzt nehme ich nochmal die Farbe, die ich für die Augenbrauen benutzt habe. Cover aus der Naked 2. Mhm. Naked Basics 2. Augen zu. Okay, du fängst mit der Lidfalte an. Ja. Aha. Aber du bleibst jetzt schon auch so in der braunen Farbwelt. Oder machst du jetzt was ganz... Ja. Darf ich auch mal? Ja, du darfst auch mal. Jetzt nehme ich den helleren Ton. Das ist so ein Nude-farbener, einfach nur, um das ein bisschen auszubessern. So Augenbraue hin und so. Bisschen aufs Lid. Aber der ist quasi transparent. Mhm. Du kannst dir gerne, das ist die Lidfarbe. Auch Kupfer. Ja. Also fast schon ins Orange-Rotige. Mhm. Ist einer von Colourpop. Mhm. Den trage ich mit dem Finger auf. Diese Colourpop-Dinger, die sind so. Hast du ihn schon mal angefasst? Du mit Colourpop? Touch mal rein. Das ist ein Puderlidschatten, der so ein bisschen nass ist. Mhm. Das ist ein bisschen komisch. Aber okay, Augen zu. Du hältst wahrscheinlich auch besser, oder? Auf dem Auge. Mhm. Also der kriecht nicht so. Mhm. Und das ist jetzt ein Make-up, das du wofür tragen würdest? Alltag. Am Alltag, okay. Jetzt. Du müsstest echt ihr Gesicht sehen. Das ist so. Muss ich mir den Finger abwischen. Und ich muss kurz meinen Fuß ausschütteln. Der schläft nämlich. Ich habe schicke Socken geliehen bekommen mit kleinen glitzernden Pinguinen. Beste Socken. Gut, jetzt gehen wir an den unteren Wimpernkranz mit der gleichen Farbe. Mhm. Da hast du sogar ein bisschen was, einfach vom Abschminken. Mhm. Aber nur so ein bisschen. So, okay. Jetzt angucken. Ich gehe jetzt mit dem dunkleren in die Ton nochmal in die Lidfalte. So ins äußere V. Eigentlich würde ich dafür einen anderen Pinsel benutzen, aber ich bin es sofort so. Ich finde, das sieht mega natürlich aus. Also das ist überhaupt nicht so dunkel. Nein. Und jetzt mache ich einen Lidstrich. Mhm. Ich habe in letzter Zeit den Lidstrich meistens mit dem Lidschatten hier gemacht. Mhm. Das ist der dunkelste Ton in der Palette, den ich eben auch benutzt habe für dein äußeres V. Mein äußeres V. Ex-Beauty-Blogger, Mann, die Lingo habe ich noch drauf. Das hast du mich rausgebracht. Lidstrich. Hast du mitgemacht. Sonst habe ich immer nämlich Liquid Liner benutzt, aber ich hatte ja die Fake Lashes, also diese Wimpern-Extensions drauf und da geht das so schlecht, weil du hast so viele Wimpern im Gesicht, dass du dein Auge nicht mehr siehst. Augen zu. Gut, die kommen näher ran, ja? Ja. Wir machen erstmal den Rest. Die hebt sich alles für den Schluss auf. Die Augenbrauen machen wir nochmal, die Augen machen wir nochmal. Ja, machen alles nochmal. Das ist die Benefit Chica Thorn. Da sind 5 Benefit Blushes drin. Wow. I love it. Mhm. Welcher ist dein Liebster? Oh, aus der Fast Hula tatsächlich. Eigentlich sind die alle toll, mal ganz ehrlich sein. Ich nehme mal zum Konturieren tatsächlich den hier, weil der so eine schöne Form hat. Soll ich den Fisch machen? Ja. Ich dachte, du machst hier so Voice-Product-Placement. Das ist doch Telekom. Ja, ich wollte alle Marken, wo ich das Voice-Branding kannte. Macht doch BMW, glaube ich, oder? Die haben nur noch so ein... Ah, oder VW macht so ein... Das Auto. Ich weiß noch, ich fand den Geschmack ist im Fässchen mit der Mette. Oh, ein Mette im Fass. Den gibt's aber, glaube ich, nicht mehr. Doch. Gibt's immer noch? Ein Mette? Ne, die Werbung. Ja. Oder Almette? Nee, den Song so. Ach den so. Haben sie, glaube ich, geändert. Und ich habe, ich gucke ja kein Fernsehen, aber irgendwann habe ich den mal wieder gesehen und war so enttäuscht, dass es eben nicht mehr dieses... Wie Priel. Es gab ganz lange einen Priel-Jingle, ja. Der ging so, Lemon Fresh, das ist der neue Duft. Apple Fresh. Nicht. Nein. Ich glaube, das war Anfang der 2000er und ich habe wirklich mal einen halben Abend nach diesem Jingle gesucht, weil niemand den kannte. Und ich dachte, du hast ja doch diesen Jingle nicht gedacht.
Das kann doch mein Gehirn nicht. Jetzt kommt der Highlighter zum Einsatz. Ich liebe diese Palette, die ist ebenfalls von BH Cosmetics. Mhm. Die Spotlights Highlighter Palette. Und tatsächlich ist der gelbe nicht so dolle wie der weiße. Mhm. Was ich... Unter den braunen Bogen kommt das auch. Das habe ich auch gemacht. Ja, ich nehme immer den gleichen Highlighter, ehrlich gesagt. Nasenspitze? Nasenspitze. Ich hasse wie ein Kaninchen. Ich mag Nasenspitze. Was fehlt denn noch? Mascara. Ja, das müsstest du vielleicht selber machen. Mhm. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Dann auf den Lippen nehme ich jetzt von Revlon eine Lip Butter. Der ist ein bisschen warm irgendwie. Dabei saßen wir nicht drauf. Das ist das Licht. Vermutlich. Okay, ich glaube. 10 Minuten gerollt? Nein. Nee, glaube ich bin fertig. Möchtest du The Big Reveal machen? Ja! Okay. Naja, so dreckwillig ist es jetzt nee, auch nicht. Ich habe mich zurückgehalten. Das hast du sehr schön gemacht. Ja, so würde ich weggehen. Schönes Kleid anziehen. Yes! Im Alltag würde ich es nicht tragen. Aber sonst finde ich super schön. Das ist für den Alltag. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ich dieses Gesicht bekommen habe, dann klickt aufs i, ne? Aufs i, aufs klicke. Aufs klick, dahin. Aufs i oder natürlich unten in der Infobox, da findet ihr auch nochmal Lenas Kanal, auf dem ihr spätestens jetzt vorbeigeht und ein Abo dalasst. Sonst gibt's Ärger. Ich komm sonst. Ja, ich bin lieb, ich bin ganz lieb. Wir kommen sonst beide. Oh oh. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Die zweite Runde war noch besser. Tschüss.